Wir befinden uns heute in der Antikensammlung der Justus-Liebig-Universität, einer sehr traditionsreichen Universitätssammlung, deren Grundstock bis in das 18. Jahrhundert zurückreicht und von der ein Teil im Wallenfelschen Haus des Oberhessischen Museums öffentlich ausgestellt ist. Die Sammlung ist nicht nur öffentliches Museum, sondern dient zugleich auch der Forschung und Lehre. Wir führen jedes Jahr ein bis zwei Sonderausstellungen durch und unsere Sammlungsobjekte sind Gegenstand von Forschungsprojekten mit nationalen und internationalen Kooperationspartnern. Die Sammlung umfasst einen Gesamtbestand von etwa 1700 antiken Objekten. Vom alten Ägypten über Funde aus den Grabungen Heinrich Schliemanns in Troja, griechische und römische Keramik, Terrakotten und Gläser, einige Gipsabgüsse sowie 4000 antike Münzen. Passend zu unserer aktuellen Erfahrung von Gemeinschaft in Zeiten einer Pandemie schauen wir uns heute zwei antike Objekte an, die kurz vor bzw. kurz nach einer verheerenden Seuche entstanden sind. Der Pest von Athen nämlich, die die griechische Metropole auf der Höhe ihres politischen und kulturellen Einflusses im Jahre 430 v. Chr. Heimsuchte. Weite Teile der damaligen Bevölkerung fielen dieser Seuche zum Opfer. Der rotfigurige Krater entstand um 440 v. Chr., also vor Ausbruch der Seuche. Er gibt Einblick in den Lebensbereich einer Oberschichtsgesellschaft. Auf einer Seite sehen wir eine Szene aus dem Lebensbereich der Frau, dem sogenannten Gynaikeion. Die Rückseite des Gefäßes zeigt eine ebenso exklusive Gemeinschaft. Hier sind drei junge Männer ins Gespräch vertieft. Ihre Attribute und Kleidung kennzeichnen sie als attische Bürger. Also sehen wir hier den Aktionsbereich der Männer, der sich im Gegensatz zu dem der Frauen auf der anderen Seite des Gefäßes im öffentlichen und politischen Raum befindet. Die rotfigurige Bauchlekythos entstand während oder wenige Jahre nach der Athener Pest. Sie zeigt eine sitzende Frau zusammen mit dem Liebesgott Eros. Wir beobachten in Darstellungen dieser Zeit besonders häufig einen Verzicht auf zwischenmenschliche Interaktion und stattdessen die Wahl einer mythologischen Figur als Interaktionspartner. Vielleicht spiegelt dies die Erfahrung einer Zeit, in der Kontakt mit anderen Menschen potenziell todbringend war. Man wählte in den Bildern einen Weg, die positiven Aspekte menschlicher Nähe zu artikulieren, ohne das abzubilden, was Einzelne in Gefahr bringen konnte.